Haben Sie sich schon jemals gefragt, wie es ist, in einem Profifußballteam mitzutrainieren? Und haben Sie sich vor allem auch gefragt, was diverse Daten Mannschaften bringen sollen, um den Trainings-, aber auch Matchalltag besser zu steuern? Dann sind Sie genau richtig hier beim KRONE TV Sporttalk und meinem Online-Sportkollegen Harit Warak. Servus. Servus, Martin. Grüß. Das hat einen ganz besonderen Grund, warum du heute hier sitzt. Wir sehen ja nämlich im Anschluss auch ein Video beim SKN St. Pölten. Du hast deine Trainingseinheit mit absolviert unter sehr, sehr intensiven Bedingungen, wie ich mal annehme. Ja, die intensiven Bedingungen, die waren sie für mich. Der Trainer Stefan Helm und Emanuel Bogatetz, die haben von einer lockeren Aktivierungseinheit gesprochen. Das kann ich so nicht bestätigen. Also bereits beim Aufwärmen war der Puls jenseits von Gut und Böse. Ja, wenn man sich vorstellt, zu einem Zweitligateam zu kommen, das ja doch professionell trainiert, wie wird man da empfangen? Ist das ähnlich wie auf Amateurebene? Gibt es da auch einen Kaffee vorher oder geht es da gleich zur Sache? Kaffee und Bier habe ich nicht gesehen. leider nicht gesehen. Es geht gleich ordentlich zur Sache. Ja. Die Spieler, muss ich sagen, haben mich super aufgenommen. Alle sehr freundlich. Es ist gleich der Schmäh gerannt. Das war schon ganz in Ordnung. Ja. Vom Tempo her heute ist mit dem Amateurfußball nicht zu vergleichen. Ich habe selbst jahrelang im Unterhausfußball gespielt. Und man glaubt immer so, man kann ein bisschen mitspielen mit den Profis und man kann da schon mithalten. Aber sobald der Ball im Spiel ist, ist relativ schnell Ende. Spricht man da von einer erhöhten Passqualität, von einem erhöhten Spieltempo oder ist es das Sammelsurium an allem, was es für einen Amateur schwierig macht? Genau, es ist wirklich ein Sammelsurium aus allem. Vor allem, also die Intensität ist irrsinnig hoch, die Pässe werden scharf gespielt, man hat keine Zeit, sich den Ball anzunehmen. Es kommt sofort der Druck, ja, dann muss man Lösungen finden in kurzer Zeit und das ist wirklich extrem schwierig. Wir sprechen da von der österreichischen zweiten Liga, also da sind wir noch gar nicht ganz oben vom Niveau her, aber das war schon beeindruckend. Es schaut von heraus immer alles langsam und gemächlich aus. Wenn du nachher wirklich drinnen stehst und rund um dich geht die Post ab, dann weiß man erst, was die Spieler leisten. Wir werden dann später auch ein bisschen die Meinung von Stefan Helm und Emanuel Pogatetz jetzt gegenüber deiner Leistung hören, aber selbst gab es da so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, jetzt wird es langsam eng mit der Luft, jetzt lässt der Körper auch langsam nach? Der Zeitpunkt war relativ rasch erreicht. Ja. Es war das Aufwärmen schon sehr intensiv, muss ich sagen. Für die Spieler natürlich nicht, aber für mich durchaus fordernd. Und sobald es im Klein gegen Klein gegangen ist, 5 gegen 5, da ist das Tempo so extrem hoch, da braucht man schon seine Verschnaufpausen als mittlerweile 37-Jähriger. Mit leichtem Bauchansatz. Ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Wenn man sich dieses Oberteil dann auch ansieht, wo hinten ein Chip eingebaut ist, um sämtliche Daten zu erheben, wie ist es mit diesem Ding zu trainieren? Spürt man das aber am gewissen Zeitpunkt gar nicht mehr? Das merkt man eigentlich fast gar nicht. Ich hatte ja zusätzlich noch ein Mikrofon dabei, das war störender. Aber diese Datenweste, eine GPS-Weste, mit der wirklich alle Daten aufgezeichnet werden, von der Sprintgeschwindigkeit, die allgemeine Laufdistanz, Beschleunigungen und so weiter, die merkt man gar nicht, die stört gar nicht. Die Spieler haben das auch beim Match oben, also nicht nur im Training, sondern auch beim Match, ist wirklich kaum zu merken. Gehört zum Trainingsalltag schon dazu. Welchen Eindruck hast du gewonnen oder was haben die Trainer dir gegenüber argumentiert von deiner Leistung her? War das in einem Bereich, wo man mit arbeiten kann oder haben sie Stärken und Schwächen auch auseinander dividiert? Vom Taktischen waren sie ganz angetan, vom körperlichen Zustand eher, ja, das war nicht profiwürdig, sagen wir es so. Torabschluss auch noch ausbaufähig, aber ja, man ist halt kein Profi, ne? Insgesamt, welche Erkenntnisse hast du aus dieser Trainingseinheit für dich selbst gewonnen? Warst du bei irgendwas besonders überrascht? Hättest du irgendwas gar nicht erwartet und bist draufgekommen? Ich habe mir auch den Alltag des Trainers erklären lassen. Das wirkt immer so, die trainieren vielleicht nur ein- oder zweimal am Tag, ja, und danach ist Mittagessen und schon wieder vorbei. Aber da steckt richtig viel dahinter. Alleine die Datenanalyse, die nach jedem Training gemacht wird, Videoanalyse von den Trainings und so weiter, da fließt richtig viel Zeit und Aufwand rein. Das lernt man dann auch zu schätzen. Ja. Als kurzer Abschluss, vielleicht kennen Sie die Situation auch. Sie sitzen vor dem Fernseher, schauen sich ein Länderspiel an und dann kommt der entscheidende Pass nicht beim Abnehmer an. Da sudert der Österreicher ganz gerne mal herum und sagt, Herst, den hätte ich in der zweiten Klasse auch noch zusammengebracht. Überlegt man dann nach einer Trainingszeit auch ein bisschen anders, dass man endlich erst sieht, wie hoch die Qualität auch in der zweiten Liga ist? Es geht einem ja wirklich selbst so, auch als Journalist, wenn man sich ein Spiel anschaut, ist man oft sehr kritisch und denkt sich, wie das so Fehler passieren können. Wenn man wirklich mittendrin gestanden ist und selbst mal eine Einheit mitgemacht hat, das war ja eine große Ehre für mich, das zu machen, dann lernt man das Niveau ganz anders kennen. Man lernt es wirklich schätzen, was diese Spieler leisten, ja.
Harry, besten Dank auf jeden Fall für deinen persönlichen Einblick. Nach einer kurzen Werbepause gibt es auch den praxisnahen Beweis. Harald Warrack einen Tag lang bei SKN St. Pölten in voller Montur, volle Trainingseinheit durchgemacht und auch das Urteil von Stefan Helm und Emanuel Pogatetz gibt es oben drauf. Bis gleich. Zu Besuch beim SKN St. Pölten. Krone-Redakteur Harald Warrack bekommt eine Kostprobe des Trainings des Zweitligisten. Bevor sich der 37-Jährige dem klar jüngeren Kader stellt, wird er erstmal gechippt. In dem Sportoberteil ist ein Sender eingebaut. Die Grundlage, wofür wir heute gekommen sind. Die Trainer Stefan Helm und Emanuel Pogatetz gewähren den Krone-Usern einen exklusiven Einblick. Denn wir wollen wissen, wie funktioniert die Datensammlung der Trainingseinheiten und wie nutzt diese der SKN St. Pölten. Im Speziellen die Belastungssteuerung, die ja so oft genannt wird, eben zu überprüfen, damit man eben die Spieler auch weiterentwickeln in den entsprechenden Bereichen. Und nichtsdestotrotz, glaube ich, wird aber immer das Auge des Trainers und das Gefühl des Trainers auch ein ganz wichtiger Faktor bleiben. Für uns besonders interessant, wie viel leisten Spieler im Highspeed oder in diesen besonders intensiven Bereichen, aber natürlich sammeln wir da so viel Daten wie möglich auch. Wir sammeln Feedback der Spieler, wie empfinden sie Trainings, wie haben sie geschlafen und so weiter, also damit man da für die Belastungssteuerung so viel wie möglich sammelt, damit wir das gut steuern können. Und zum anderen schauen wir natürlich auf Daten, die unsere Performance überprüfen, teilweise auch, welche Stärken und Schwächen haben die Gegner, aber auch die eigene Performance überprüfen, weil sehr oft dadurch auch im Vorhinein schon Dinge erkannt werden können, zum Beispiel wenn wir gewinnen Spiele, aber die Daten passen nicht mit den Ergebnissen überein, dann kann man vielleicht schon vorhin ein bisschen den Hebel ansetzen, um Niederlagen, die eventuell dann kommen werden, zu verhindern. Und umgekehrt auch, wenn Niederlagen sind, aber die Daten in die richtige Richtung zeigen, dann weiß man, dass man am richtigen Weg ist. Und so nehmen wir Daten zum einen, um die Performance zu überprüfen und zum anderen auch die Belastungssteuerung, wie der Stefan eh schon gesagt hat. Was die Trainer als lockeres Aktivierungstraining bezeichnen, bringt die Pumpe von Redakteur Harry schnell auf Touren. 10 Push-Ups. Harry, du musst nur 5 machen, weil du einmal dabei warst bei den Verlierern. Liegestütz. Pink geht rüber. Und du bleibst. Ja, ist mir lieber da. Weil manchmal denkt man sich, man hat eine sehr harte Einheit gemacht und dann kommt aber zurück, es war eigentlich nur, sag ich mal, von 10, 7 oder so. Dann weiß man, für die Spieler war es eigentlich okay. Oder manchmal auch in der Früh, wenn man dann schaut in unserem Programm, das wir nutzen, ja, der eine hat vielleicht schlecht geschlafen oder ist nicht so gut drauf, dann geht man auf den Spieler zu und kann das überprüfen und vielleicht hat er private Probleme, vielleicht war es besonders heiß und er hat halt nur 2 Stunden geschlafen und dann kann man auf das Rücksicht nehmen und umso mehr man über die Spieler weiß, umso besser kann man mit ihnen zusammenarbeiten. Ich glaube, von der Aufzeichnung von den Daten können wir schon vieles von dem erfassen, was auch auf Top-Niveau erfasst wird, aber gleichzeitig ist es auch immer so, dass natürlich umso mehr Daten man sammelt, umso mehr wichtiger ist es auch, wie man die Daten interpretiert. Und dafür braucht man halt in einem gewissen Ausmaß dann auch immer wieder die Manpower, um das vertiefend zu beobachten. Aber gleichzeitig ist es trotzdem so, in dem Moment, wo man Daten erfasst, macht man schon einen größten Schritt. Und dann muss man eben wissen, mit welchen Daten kann man sich mit der entsprechenden Manpower befassen, um eben den größten Mehrwert davon herauszuziehen. Und da denke ich, dass wir schon noch einen sehr großen Schritt gemacht haben, indem wir eben die Daten mal erfassen und auch mit unserem Athletiktrainer, aber auch mit dem Trainerteam jeweils Einsicht haben in die Daten und für uns die wichtigsten Daten eben überprüfen können. Und gleichzeitig ist es so, dass ich denke, wenn ich mir jetzt hernehme, die Top-Staffs, Trainerstäbe vor den Top-Teams haben natürlich viel mehr Manpower und dann ist es einfach so, dass man sich viel vertiefender mit den ganzen auseinandersetzen kann. Aber ich denke schon, dass wir da wichtige Schritte gesetzt haben und wir nähern uns dem an, aber trotzdem muss man realistisch bleiben. Wir müssen uns dann auf die wichtigsten Fakten eben konzentrieren und mit denen arbeiten und dementsprechend halt das Beste für uns herausholen. Es geht um die Gesamtdistanz, wobei die Gesamtdistanz ist am wenigsten aussagekräftig. Es geht vielmehr um die Distanzen in den hohen Geschwindigkeiten, wie der Emi vorhin schon erwähnt hat. Und gleichzeitig auch um eben, da geht es um diese
Sprints über 25 km/h, die Läufe zwischen 20-25 km/h, die Beschleunigungen über 2 Meter pro Sekunde zum Quadrat und die hohen Beschleunigungen über 3 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Und das ist eben das Interessante, dass man im Zusammenhang mit den Daten eben auch Spielerprofile erstellen kann. Weil, wie wir alle wissen, wird der Fußball immer athletischer, immer schneller. Und wir wollen ja auch Teil sein von diesem globalen Markt. Wir wollen selbst interessante Spieler scouten, hier weiterentwickeln und dann in einer gewissen Form auch dann Teil vom globalen Markt sein. Und dementsprechend kann man eben mit diesen Daten klare Spielerprofile erstellen. Und bei uns dann auch überprüfen, haben wir die Spieler, die zum einen bei uns Leistung bringen können, auf der entsprechenden Position. Und sind das auch Spieler, die sich aber auch empfehlen können, eben für höhere Aufgaben, weil uns muss bewusst sein, in Österreich sind wir sowohl in der zweiten Liga als auch in der ersten Liga ein Riesensprungbrett, weil wir sehr nah trotzdem sind zu den größeren Ligen. Und dementsprechend wird es natürlich sehr wichtig, dass man Spieler holt, die eben auch interessant sind in dem Bereich. Was ich da noch dazu sagen möchte, ist, dass es extrem wichtig ist in der Zukunft, dass die Daten noch öffentlicher zugänglicher sind, weil dadurch ja auch andere Vereine und finanzkräftige Vereine auf unsere Spieler aufmerksam werden können. Im Moment hast du das Problem, vor allem in der zweiten Liga, dass halt die Daten nicht von jedem Spieler gesammelt werden und auch irgendwo abrufbar sind. Das heißt, es ist dann eigentlich schwierig für einen Verein, einen guten Spieler zu entdecken, weil die Daten nirgends aufscheinen. Und eigentlich müsste es im Interesse der Liga sein, dass noch mehr Daten gesammelt werden, aber vor allem die Daten auch zugänglich sind, damit dann interessante Spieler eben auch diesen Vereinen auffallen, damit wir dann dementsprechend einen Spieler verkaufen können und einen Umsatz generieren können. Andere Ligen haben das schon erkannt. Es gibt zum Beispiel Vereine, die aktiv auch, sage ich mal, das Aussenden, was ihre Spieler leisten, weil es einfach dieses Scouting im Datenbereich auch gibt. Und da ist es sicher ein Faktor, wo wir noch ein bisschen hinten nachsehen, dass diese Daten halt auch besser zugänglich sind. So, wir haben eigentlich die Erfahrung gemacht, wenn man offen mit den Spielern damit umgeht, dass sie sich sehr gut aufnehmen, weil dann überprüfen sie immer so, was habe ich heute geleistet, was hat der andere geleistet. Man sieht da, wenn einer so ein bisschen ausgenommen hat, dann sieht er gleich, ich bin eigentlich da ein bisschen hinten dran und so. Und wenn sie wissen, dass die Trainer doch dahinter sind, dass die Trainer die Daten sehr wohl auch heranziehen, dann nehmen sie es halt schon ernst. Und wie gesagt, es ist einfach wichtig, dass wir offen mit ihnen zusammenarbeiten, dass sie auch verstehen, um was geht es da, für was sind die Daten. Sie müssen alles nicht so im Detail kennen wie die Trainer, aber zumindest grundsätzlich verstehen, wieso die Daten wichtig sind und was für ihre Position wichtig ist. Nicht nur nackte Zahlen sollen bei den Spielern das Verständnis erhöhen. Auch eine visuelle Komponente soll dabei helfen, den Spielfluss besser zu verstehen. Deswegen werden die Trainings auch mit einer Drohne gefilmt. Die dadurch gewonnene Vogelperspektive offenbart die schwarmähnliche Bewegung der 20 Spieler am Platz. Für die zwei Trainer eine wichtige Ergänzung in der Bewertung der Spieler. Ja, also es ist extrem wichtig, muss man schon sagen, wie man das dann aufnimmt. Ich sage, Top-Vereine haben dann auch Kamerasysteme, die fest installiert sind. Bei der Akademie St. Pölten zum Beispiel haben sie sogar ein LPM-System, was jetzt das genaueste System gibt, wo du dann auch praktisch sehr viel überprüfen kannst, sogar die Passgeschwindigkeiten, wo ein Spieler genau steht. Das ist dann schon noch mal besser, wo wir als Verein auch irgendwann mal hinkommen wollen, dass wir auch so ein System hier bei uns haben. Aber im ersten Schritt jetzt mal haben wir uns für eine Drohne entschieden, weil es auch in unser Budget passt, sage ich mal so, und sie ist auch sehr portabel und man kann sie überall mitnehmen und der Stefan und ich nutzen die Bilder halt vom Training und so weiter eigentlich jeden Tag, um dann auch taktische Maßnahmen zu überprüfen und so weiter und teilweise auch mit den Spielern dann Sequenzen durchzugehen und weil man einfach über Video sehr viel lernen kann und die Drohne ist einfach ein super Tool, die man da kostengünstig eigentlich nutzen kann. Und die Lösung ist nicht die Bälle weg zum Fetzen, die Lösung ist, ich muss es immer und immer wieder machen, weil ich muss die Bälle nach vorne liefern. Ja. Ich muss es liefern. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich bin zu den Front sein, ist ja wurscht. Tatsache ist, ihr müsst denen die Bälle liefern. Fußballtrainer, ein Job mit großer Verantwortung. Oft sind es nur ein paar Spiele, die über das berufliche Schicksal entscheiden. Nichts für schwache Gemüter, zugleich aber auch ein erfüllender Traumberuf. Neben harten Trainings braucht es auch Soft Skills. Maestro, very good, very good. Good shape. Keep it. 6 games more. Ja, Arbeit, die auch sehr viel Spaß macht und spannend ist. Und wie schaut der Alltag aus? Also eigentlich haben wir jetzt umrissen, was sind so die Bausteine, aus denen sich der Arbeitsalltag zusammensetzt. Zum einen natürlich, dass man die ganze Trainingsplanung vornimmt, das Training durchführt und danach eben das Training analysiert, sowohl was die physischen Daten betrifft,
als auch die qualitativen Daten, also das Bildmaterial. Und dann eben sehr viel auch die Zusammenarbeit mit den Spielern gemeinsam, dass man das auch gemeinsam aufarbeitet. Also wir machen dann, ich gehe jetzt einmal von einem normalen Trainingstag aus, dann ist es so, dass wir das Training planen, das Training durchführen, dann auch die Videos schauen, die Daten durchschauen, die Belastungssteuerung überprüfen und dann auch immer wieder natürlich im Bereich Eigenanalyse mit der Mannschaft gemeinsam, mit individuell mit den Spielern, aber auch Gegnervorbereitungen, auch wieder Videoanalyse. Und ich denke auch, dass man sich auch immer wieder Zeit nehmen muss, dass man Dinge dazulernt, dass man sich mit anderen Mannschaften beschäftigt. Und da muss man eben sagen, dass wenn man die richtigen Zugänge hat, gibt es ja schon sehr viel Wissen überall. Aber man muss sich halt den Zugang verschaffen. Und dann finde ich, haben wir da wirklich einen Riesenvorteil, dass wir da sehr gute Zusammenarbeit pflegen. Und wo ich glaube, wir diskutieren dann einfach auch, wie entwickelt sich der Fußball, wie entwickelt er sich bei den Top-Teams, was machen die aktuell erfolgreichsten Teams. Und man hat ja glücklicherweise überall schon Zugang mit Video, auch zu den Daten teilweise. Und auch sich eben damit zu beschäftigen, wie muss unser Spiel sich entwickeln, wie entwickelt sich gerade bei den Top-Mannschaften der Fußball, wofür entscheidet man sich selbst, was ist das Beste für den Verein. Das ist auch aus meiner Sicht ganz ein wichtiger Teil von der Trainerarbeit. Ich finde, was der Stefan so nett erwähnt hat, was sicher auch ein größer Teil unserer Arbeit ist, dass wir mit dem Verein gemeinsam daran arbeiten, dass sich der Verein entwickelt. Also das ist allein die Mannschaft zu führen und die Trainings zu planen und so weiter, ist natürlich sehr zeitintensiv, aber nebenbei arbeiten wir mit Jan Schlauf, mit Gebauer Matthias sehr hart daran, dass wir auch den Verein als Gesamtes in die richtige Richtung entwickeln. Und dann haben wir zum Beispiel auch Meetings mit Nachwuchs, mit Schana Paul, mit Matthias, mit Jan, wo es darum geht, ein Scouting-System aufzubauen, junge Spieler zu sichten, welche Spieler gibt es jetzt in der Akademie, dann treffen wir uns mit der Akademie, in welche Transfers soll man vornehmen, was ist eine gute Strategie. Also wir sind da auch in diesem Bereich sehr stark eingebunden, weil es ja auch hier vor allem darum geht, wie können wir den SKN wieder dahin bringen, wo wir alle hinwollen, wie können wir aber auch den ihn nachhaltig dahin bringen, dass es nicht nur kurzfristig ist und da arbeiten wir alle sehr hart zusammen und das ist sehr wohl auch ein großer Teil, der oft auch sehr viel Zeit von uns eigentlich in Anspruch nimmt. Ja, weil wir das Gesamtheitliche vom Verein im Auge haben, das sehen wir auch ganz klar als Teil von unserem Auftrag hier. Und gerade bei dem Training, wo du heute teilgenommen hast, waren ja wieder zwei Akademiespieler eingeladen. Wir selbst haben ja in der Mannschaft mit dem Benne Schaner, mit dem Dean Barloff, ehemalige Akademiespieler. Und das geht halt nur, wenn du immer im regionalen Bereich in Zusammenarbeit mit der Akademie, mit dem Nachwuchs, da mit offenen Augen und Ohren operierst als Verein. Und wir denken halt, der eben jetzt gerade erwähnt, dass wir so eine nachhaltige Strategie für den Verein mittragen. Und von dem soll der Verein halt auf lange Sicht profitieren. Wie sieht das Fazit für unseren Hobbysportler aus? Konnte Harald das Trainerduo überzeugen? Ja, ich habe es vorhin schon zu dir direkt rückgemeldet. Aus meiner Sicht sieht man da auch, dass du ein taktisches Verständnis hast. An der körperlichen Fitness ist, sage ich mal, in der einen oder anderen Situation gescheitert. Aber ich glaube, du bist auch in den Genuss gekommen von einer Mannschaft, die dich sehr gut aufgenommen hat. Und die total supportet hat, sie haben nur eins nicht erkannt, dass beim Flankenspiel eben eher den Nebenmann suchen sollen, weil abschlussstark war nicht gerade der Vorstechende. Aber die größte Stärke war beim Rechnen. Da war er schneller als alle anderen. Das muss man sagen, beim Aufwärmen. Ja, da war es bei auch nicht bei deiner Station. Ja, genau. Wird wohl nichts aus der Fußballkarriere. Redakteur Harald bleibt der Krone als Tastaturathlet erhalten. Ja, genau. Ja. Das ist richtig. Ich möchte mal das Klügeln auf Harald. Ja.